Also, herzlich willkommen im Namen des Vereins. Wir freuen uns, dass ihr so trotz des Regens so zahlreich gekommen seid. Wir machen jetzt eine kleine Rundfahrt, wie in den letzten Jahren ja auch üblich. Also die Fahrtroute haben wir diesmal ausgewählt. Wir fahren jetzt, also die meisten, anders geht es ja gar nicht mehr, Richtung Effnerplatz. Von dort aus fahren wir dann hoch zum Petroring. An der anderen Schleife ist dann die Toilettenpause und von dort aus geht es dann direkt ins MVG-Museum. Wir hoffen, dass wir, auch wenn wir jetzt eine kleine Verspätung haben, aber so gegen 5 Uhr dann im Museum sein. Also, viel Vergnügen und bis dann. Vorne an der Haltestelle, genau.
Ja. Klausi hat mir gemacht vor ein paar Tagen, als ich über 5 war, habe ich ihn gemeldet gehabt und am nächsten Tag fuhr er dann auf Linie. Also ich habe, das müsste ich nochmal bei den Bildern nachschauen. Oder kann ich dir dann aufschreiben? Ja. Ich habe leider dann selber nicht erwischt, deswegen hätte ich noch was geschickt. Das ist
Bei ihm auch die letzte Zeit gehört, der hat auch nicht zugerufen. Ein ISO 9001 zertifizierter Betrieb.
da fahren geradeaus. Sag mal schneller. Thank you.
Schäfer oder wo das Polizei das sein muss, wenn ich vor das Geld. Aber wenigstens war es noch blauer. Peter, aber so teuer sind die gar nicht. Peter, die sind gar nicht so teuer. Ich habe jetzt 20er Schrauben. Kriegst du? Wir kaufen 100 Blumen, das sind schon ein Vergleich dazu, aber das hilft ja nichts, wenn ich euch brauche, die nicht habe. Genau. Thank you.
Und nicht mal falsch fahren, das stimmt. Wenn du doch was einkaufen willst, dann da hinten im Auto fahren, dann hast du das auch anders. Natürlich nicht. Und das Geile ist halt, die Lieferwagen konnten da ja auch parken. Das haben die selber gesagt. Die konnten dann die parken, weil da die nicht mehr so machen, wenn sie mal wegen der Ausgang sind. Das gelbe Gebäude. Klinikum ist hier. Ja, genau. Das ist wieder was anderes. Da gibt es dieser Klinikum, medizinisches Versorgungszentrum, dieser Klinikum gibt es auch. Beide da drin. Aha. Ach, das gehört auch noch dazu. Ja, das gehört alles da dazu. Früher war da mal Fuschcheck am Tag. Ja, Backsteinbau ist Eventarena. Aber ist ja was Ähnliches. Armspiegelung und Eventarena. Ja, das habe ich ja nicht gemacht. Eine wollte ich jetzt nicht mit übernehmen. Ich habe schon gesagt, dass es früher Fuschcheck am Tag war. Ja, ja, weil bei einem ist natürlich Kontrabstand. Ich kenne so unter Fuschcheck. Ja, gut, das ist doch wieder toll, Pickup.
Da gelingt es zu den Ruhrpreisen. Das ist so voll. Wo willst du eine Tapfe gehen? Ja, das ist 12 Uhr eingestellt.
ist er auch nicht da. Meine 30 sind noch sein, sage ich jetzt mal. Aber es bleibt drüben. Sie tun was. bei der Essen mit ihr, haben Sie im Augenblick so den Eindruck, Sie überhaupt noch nicht. Was für diese? Ja,
fährst halt mit Bus von Geffert hin, da musst du halt extra laufen. Also wir kommen jetzt zum Effnerplatz. Wir sind von der Fahrplan her. Wir sind vom Fahrplan her ein bisschen immer noch nach wie vor haben wir Verspätung. Wer also jetzt dann am Peterring hier ein Foto machen will, der möchte dann sich beeilen, damit man möglichst bald wieder weiterfahren kann. Hast du 30. drauf oder? 250. Ihr sollt schnellere Belichtungszeiten nehmen, sagt er. Es wird eine 30. wird aber noch nicht besser. Ja, auf Einzelschicksale hier nicht Rücksicht. So. Das war ein Zufall. Gut organisiert. Das war nicht einfach. Deswegen die Verspätung. Genau. Deswegen die Verspätung. Das war ein Trick. Also immer wieder bin ich schon bereit. Freigeben bitte. Danke schön. Das ist schon bewusst, dass das keine Verpassleistung ist. Das ist ein System, das ist so.
Wäre doch innen geistig, oder? Wenn wir so viel Zeit haben, dann wird man. Ja, sicher, dass wir so viel Zeit haben. Also haben wir schon ein bisschen was aufgeholt. Mhm. Da kommt der Mann gar nicht damit. Du kommst gar nicht. So, ich bin nicht Ihr Mann. Lege Wert drauf. Also, du kannst sie haben. Nein, die kennt ihr. Das ist deine Schatzi. Nee, ist nicht, auch nicht Schatzi. Und Schatzi ist sowieso ein Unwort. Das sind die, die sich nicht entscheiden können zwischen Schaf und Ziege. Das sind Schatzi. Ja. Ach so. Ja. Das schau den Mann. Da halte den Arsch, das ist deine Sache. Ja. Weiß ich auch nicht so recht. Drin lassen. Einfach drin lassen, ja gut. Aber das verstehe ich, ja. Machen. Ich weiß es nicht, was ich so machen kann.
jetzt ist gut gegangen. Raus, wie lange ist der Pause? Wie lang? 10 Minuten. Ja. Nur bitte langsam, ich weiß nicht, ob noch irgendwas rumflackt. Nicht, dass da Steine drin sind oder was. Oder so wie da, warm ist. Da siehst du. Wir hätten ja sogar rumfahren können. Komm mal nochmal her. Ihr wollt sowieso kurzärmelig haben, also. Thank you.
Ja, Markus, grüß dich. Ja, ich wollte was wissen, ob du heute kommst oder. Das weiß ich nicht, weil der sitzt einige Meter entfernt. Okay, also, bis später. Ja, danke, Servus. Schönen Gruß von unserem Chef. Ja, warum denn? Ich wollte für eine Minute.
Also ich steige auch mit aus. Ich muss um 17 Uhr musizieren im Ratskeller, gell? Da muss jetzt aussteigen. Ja, ja. Aber viel Spaß dann bei der Reihe. Das klingt nach einem Termin. Klaus, ganz vorne bitte. Erste Türe. Dunkle Jacke, weiße Hose. Du willst? Ja, einsteigen. Also. Ja, ja. Die, wo Termine haben, die kommen rein und die jetzt frei haben, die kommen rein. Grüß dich, fleißige. Vielen Dank. Stoppelplatz.
aus. Thank you.
Da hat der Nürnberg beim Treppenstein schwerer, gell? Ja, das ist ein
Dass die U-Bahn-Türen runter sind, ne? Die Zeitungen. Das ist so, wie der Hüllimann das jetzt gezeichnet hat, wo der Bauingenieur zum Arbeiter sagt, jetzt kommen sie mal ein Löcher, damit die Leute schon irgendwann mal was sehen. Müsste alle A&B-Wege sein. Eine Bahnstrecke. Damit der Herr Verbrecher auch die richtige Bahn sich lassen. Ich bin nicht immer.